Kurorchester. Willkommen, meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend, danke. Junge, gut gelaunte Menschen heute Abend, die jeden Abend in unserem Studio 449 hier in Köln. Fabelhafte Gäste. Die Bundesgesundheitsministerin heute Abend bei uns zu Gast. Und einer der Megastars von Viva. Und gestern ist das Schicksal, meine Damen und Herren. Erste Meldung gestern, Bill Clinton. Erste Meldung heute, schon wieder Bill Clinton. Und zwar, es kommt für den armen Mann auch wirklich keine einzige Phase, wo man sagt, uff, jetzt hat er mal ein bisschen Ruhe. Eine ehemalige, gut, sagen wir so, eine Frau, da wurde der Prozess eingestellt, aber hat $800.000 überwiesen. Ja, Jennifer Flowers. War das Jennifer Flowers? Nein, ich glaube, überwiesen hat er an Paula Jones. Paula Jones war ja mit dieser Nase. Ja, war ja eine Nase. Und Jennifer Flowers war diese Blonde. Und jetzt ist Folgendes. Jennifer Flowers sagt, US-Präsident Clinton hat so viel, wie heißt das Zeug, was wir für die Gäste abends hinten haben? Koks. So viel Koks genommen, früher. Früher, sagt dieses Politluder, ja, er war so zu, er hat sich am Laufe von Partys nur noch wie ein Affe am Kopf kratzen können. Und sein Bruder Roger, der eigentlich lange davon lebt, dass er der Bruder von Bill ist, sagt, Bill hatte eine Nase wie ein Staubsauger. Erinnere mich ja früher an die blaue Elise, oder? Im Comicbereich. Auch weg. Könnte man das ZDF wieder bringen? Die blaue Elise. Also, der US-Präsident hat früher, sagen Menschen, die ihm nahe standen, Koks genommen. Und das ist natürlich schlimm, weil das kann auch böse Spätfolgen haben. Das kann zu Halluzinationen führen. Und ich bin vorgekommen, ja, dass Bill Clinton in seinem Büro Sex unter dem Schreibtisch hatte und Monica Lewinsky war gar nicht da. Die Frage ist, hätten diese Koks-Vorwürfe Bill Clinton Ärger erspart, wenn sie früher bekannt gewesen wäre? Wenn er hätte sagen können, dass auf dem Kleid von Monica, das war kein Sperma, das war Koks. Man weiß ja nicht, wie die Öffentlichkeit reagiert in solchen Fällen, oder? Clinton hatte Weibergeschichten, er hat Kokain genommen. Viele sagen sich, warum ist er eigentlich nicht bei den Republikanern? Ein Politwitz der subtilen Sorte. Aber jetzt kommt wieder was für alle. Wirklich. Und zwar, wenn der Bruder sagt, wenn Bruder Roger sagt, Bill hatte eine Nase wie ein Staubsauger, erst das und dann auch noch der Ärger mit dem Beutel. Die blaue Elise. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass deutsche Politiker überhaupt wissen, wie Drogen aussehen. Andere Politiker würden das nicht machen. Boris Jelzin zum Beispiel. Ja? Wirklich, muss man auch sagen, auch viel zu besoffen, um die Line zu treffen. Heute Abend, meine Damen und Herren, Gäste heute Abend in meiner persönlichen Gäste-Wunschliste ganz, ganz weit oben. Eine Frau, die die jüngste Frau, das jüngste Mitglied im aktuellen Bundeskabinett ist, meine Damen und Herren. Sie kommt von den Grünen und sie hat das wichtigste Ressort für mich persönlich, für den ein Leben ohne Ärzte nicht mehr denkbar ist und auch nicht wünschenswert. Sie ist die Bundesgesundheitsministerin. Ich finde großartig, dass sie heute Abend bei uns zu Gast ist, um zu sagen, das können Sie noch nehmen, das nicht. Und wenn Sie diese Spritze wollen, selber zahlen, Cash, und zwar vorher. Bei uns zu Gast heute Abend Bundesgesundheitsministerin Andrea Fischer. Und dann
Und dann einen jungen Kollegen. Er ist für mich, er ist mein Lieblingsmoderator bei Viva. Seit 1995 ist er bei Viva, seit 98 auf Sendung, seit 98 auf Sendung mit seiner Live-Sendung. Kevel, geschrieben. Kevel, gesprochen, cool. So ist das bei den jungen Sendern. Geschrieben, Kevel, gesprochen, cool. Jeden Frühabend von 18 bis 19 Uhr auf Viva zu sehen. Und heute Abend bei uns zu Gast mein langjähriger Freund Tobias Schlegel. Außerdem mit dabei mein neuer Partner Horst Lamphorst. Wir www.com@ sind ja hier die geilste Internetshow im deutschen Fernsehen. Ich habe es Ihnen gestern erzählt. Gestern begann mein persönlicher Eintritt in die Welt des Cyberspace bei der www.com Stadtbücherei Köln. Crashkurs. Und ab demnächst, meine Damen und Herren, steht auf diesem ehrwürdigen Schreibtisch ein Computer und dann wird gesurft von mir. Yeah. Dann klicke ich mich ein in die geile Website-Welt der Deutschen Bahn AG. Da haben wir heute Mittag schon mal einen Probelauf gemacht. Ist das geil! Von hier zu meinen Eltern mit der Bahn 12 Stunden 17 Minuten. Das hätte ich ohne Internet nicht erfahren. Muss ich wirklich sagen. Und umso geschockter war ich, als ich erfahren habe, Internet kann abhängig machen. Stellen Sie sich das vor. Haben jetzt Psychologen herausgefunden, wer zu viel surft, vernachlässigt die Familie, vernachlässigt den Job, vernachlässigt sich selbst, gerät in finanzielle Schwierigkeiten. Ich habe es gestern Abend erfahren, als ich noch ein bisschen zur Probe gesurft bin bei www.tiersex.de und www.mördercode.com und dadurch ein bisschen gestöbert in der Psychopathen-Newsgroup. Es gibt eine tolle Nachricht. Heute sind wir sehr naturwissenschaftslastig, aber es ist toll, weil es ist der nachprüfbare Bereich unseres Lebens, das wissenschaftlich fundierte. Eine tolle Meldung für alle Physiklehrer. Es gibt jetzt ein Hemd, das braucht kein Deo mehr. Sie wissen ja, eins in Mathe muffelt gern ein bisschen im privaten Bereich. Sag ich mal aus meiner Erfahrung als Schüler. Jetzt erfunden ein Hemd, das stößt Bakterien ab. Und viele Physiker hatten ja schon längst ein ganz normales Mittel erfunden gegen ein muffelndes Hemd. Einfach eine Art Acrylpulli drüber ziehen. Um ohne Deo leben zu können, braucht uns eins kein Hightech-Stoff. Ich frag mal, wer war früher auch Pfadfinder? Wir haben das früher bei den Pfadfindern doch auch so gemacht. Wenn wir auf 14-tägigen Wanderungen kein Deo mitnehmen wollten, dann haben wir uns abends am Lagerfeuer jenseits des Tales für die Pfadfinderuniform Knöpfe aus Duftsteinen geschnitzt. Hat wunderbar gewirkt. Standen ihre Zelte über den Auen Himmel. Oh, du Sau! War damals in der Pubertät, in der Zeit des Keimen des Geschlechts, große Mode, von hinten durch den Schritt zu fassen. Bei den katholischen Pfadfindern. Ja. Ich glaube, für mich war es ein Grund, dass ich nicht schwul geworden bin. Eine tolle Meldung von einer unserer großartigsten Firmen, von einem unserer sympathischsten Großkonzerne, Siemens. Siemens baut jetzt zwei U-Boote für die italienische Armee. Ja, die Älteren werden ja sagen, hör ich richtig? Ja. Die italienische Marine hat zwei U-Boote bestellt. Und wir Älteren wissen, das Wichtigste natürlich für die zwei italienischen U-Boote ist der Rückwärtsgang. Ich war überrascht. Ich freue mich natürlich für unsere Firma Siemens, dass dieser Auftrag reingekommen ist. Aber was wollen die Italiener mit einem U-Boot, oder? Seit wann haben Taucher Handtaschen? Hey.
ja, ja. Ist mal, mal ehrlich, Italiener, muss ja aufpassen mit U-Boot, ja? Ist ein Problem mit draußen sitzen. Aber ist super, dass ihr U-Boot bei Siemens bauen lässt. Super deutsche Firma. Ja, weil für U-Boot genügt nicht an Gondel zwei Betonklötze hängen. Alles dicht. Am Wochenende, meine Damen und Herren, wir haben hier heute zwei große Themen, die zwar in Köln stattfinden, aber was in Köln passiert, ist ja unmittelbar für den ganzen Erdkreis von Bedeutung. Das eine ist der aktuelle Spitzenkandidat der, wie heißt es, diese alte Arbeiter, SPD. He has trouble in his paradise. Wir werden das aufklären. Echte Freunde stand zusammen. Das wird jetzt ein Problem für ihn, dieser schöne alte Spruch. Ja? Aber am Wochenende, wir haben ja gestern schon berichtet, die Popcom, die größte Musikmesse der Welt. Und unsere großartige Kollegin Frau Adelheid Asenbaum war für uns auf der Popcom. Hier ist ihr Bericht, ASI TV. Ich bin Frau Asenbaum, ich gehe jetzt auf die Popcom und jetzt gucke ich mal, was da drinnen los ist. Die Popcom, muss man wissen, ist die größte Popmesse auf der Welt. Leute von überall her kommen dafür extra nach Köln. Was ist denn hier los? Kriegst du mir hier was geschenkt? Ja? Erstmal muss ich mit der Rolltreppe hoch. Das macht Spaß. Juhu! So, noch eine. Hoppla, jetzt bin ich aber zu hoch gefahren. Schnell wieder runter. So, hier bin ich nun. Was für ein Trubel. Alle sind begeistert und freuen sich. Was machen Sie dann für eine Musik? Drum Bass. Ah, so, die kenne ich nicht. Ja, nur, der eine mag es so, der andere so. Aber ich finde das richtig prima, was der macht. Auch mal was anderes. Dann treffe ich den Herrn Westbeam. Der macht auch was Geckes. Ja, was ist denn Ihre Frage, liebe Frau Asenbaum? Ja, was Sie hier machen eigentlich? Ich tue alles böse. Man schaut so herum. Ich bin ja vom Beruf Diskjockey. Ich lege so, Sie wissen, ja, dann, ja, dann. Man legt eine Schallplatte auf, hört auf dem Kopfhörer, macht. Sie kennen das? Ja, so in etwa, nicht, aber nicht immer. Naja, ein bisschen. Ich sag auch aus immer, dem Alter bin ich ja raus, dass ich in die Disco gehe. Ja, naja, aber eine flotte Sohle legen Sie doch bestimmt auch mal aufs Parkett. Das ist der Michi Beck von den Fantastischen Vier. Der ist auch richtig gut drauf. Wir singen zusammen meinen Lieblingsschlager. Ja. Ipska, Herr Kapitän, von mir mal Böchchen, fahren wir zu gehen. Hey, hey, hey! Schön im Dunkle, Dunkle, yeah. Über uns die Sterne dunkle. Aha, yeah. Ipska, Herr Kapitän, aha, aha. Von mir mal Böchchen, fahren wir zu gehen. Yeah, yeah. Hat Spaß gemacht. Morgen gehe ich auf das Popcorn-Ringfest. Mal gucken, was da los ist. So, jetzt ist schon morgen und ich bin auf dem Ringfest. Hier geht auch die Post ab. Zufällig treffe ich den Captain Jack. Das ist ein richtig lustiger Vogel. Er will unbedingt ein Autogramm von mir. Kann er haben. Na, der freut sich hier einen Ast ab. Hätte ich nie gedacht. Oh, I love you. Ob Sie es glauben oder nicht, der junge Mann hier ist auch schon ein richtiger Popstar. Auch Autogrammkarte können Sie von mir haben. Wenn bitte? Sie können ein Autogramm von mir haben, wenn Sie wollen. Ja, nehme ich gerne. Können Sie noch für Flo drüber schreiben? Für Flo, das ist mein Name, F-L-O. Ach. F-L-O. Also Flo. Ja, moin. Wie Flo, was? Dankeschön. Guck mal, wer ist das denn? Der Sascha. Der ist immer so adrett gekleidet und trägt gerne schicke Polunder. Er kriegt natürlich ein lecker Plätzchen von mir. Darf ich Ihnen ein Plätzchen anbieten? Oh, aber gern. Hebe ich mir für später an. Komm.
Ah, oh, dann nehme ich doch so ein. Aber jetzt muss er ganz schnell auf die Bühne. Richtig super, der Auftritt von Sascha. Total prima. Echt spitze. Voll geil. So, bevor ich wieder nach Hause gehe, will ich aber noch schnell an Tschö sagen. Applaus bitte! Hallihallo alle. Haben Sie noch was zu sagen an unser Publikum heute? Ja, ich wünsche euch allen viel Freude und Spaß. Und kommt gut auch wieder nach Hause. Ne? Na, das war mal ein gelungener Ausflug. Da werden die beim Kaffeekränzchen Augen machen, wenn ich davon erzähle. So ist das. Hier, Horst. Bei uns in Kölle. Am Ring. Und umso trauriger, wir sind ja doch eine Stadt, in der das Gefühl zu Hause ist, waren wir heute Morgen, als wir schauen Sie in der Süddeutschen Zeitung, diese Schlagzeile lesen mussten. Im Schatten des Doms ist der Teufel los. Was ist passiert, wird man sich atemlos in Hamburg, München oder Berlin fragen. Wir haben ja hier in Köln und in Nordrhein-Westfalen demnächst was? Kommunalwahlen. Ja, da spüren Sie schon, wie das Thema die Menschen hier fesselt. Das wird überall diskutiert und die SPD regiert seit 40 Jahren hier in Köln. Und viele sagen, Wahlen, wozu braucht man das? Es läuft doch. Ja? Aber der aktuelle Oberbürgermeister Burger geht in Ruhestand. Und für ihn soll von der SPD Herr Heugel nachrücken. Und jetzt ist etwas sehr, sehr eine Dummheit passiert. Wirklich, aber auch so menschlich. Es geht um Insiderwissen. Viele werden sagen, Insiderwissen, was ist denn das schon wieder? Insiderwissen, das ist das, was zum Beispiel Ihr Bankberater nicht hat. Ja? Sie wissen, festverzinsliche Uruguay und so. Ja, da kann schon mal... Nichts gegen Uruguay, ein super Land. Und bitte tragen Sie das Geld hin. Ich sage nur als Beispiel, aus der Luft gegriffen. Ja? Folgendes. Klaus Heugel, ehrbar, anständig, einer der Stillen im Lande. In Köln eher Nachteil, muss man sagen. Ja? Saß im Aufsichtsrat unserer schönen GEW. Da kriegen wir das Gas her und den Strom. Und er kriegt im Aufsichtsrat mit, und das ist schon untypisch in Deutschland, dass ein Aufsichtsrat im Aufsichtsrat was mitkriegt. Ja? Er kriegt mit, dass GEW Aktien von Felten und Guillaume, unser Nachbar hier auf der anderen Seite der Schanzenstraße, verkaufen will. Und zufällig hat er die gerade auch gekauft. Und das sind die 25% Mehrwert geworden, also verkauft. Weil er zu den Bescheidenen gehört, die mit 25% Mehrwert noch zufrieden sind. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel nicht im Aufsichtsrat sitzen, dann wissen Sie das nicht, dann können Sie die natürlich nicht mit 25% Gewinn verkaufen. Aber Geld ist ja nicht alles in der Welt. Und daraus wird jetzt versucht, die Presse das aufzupushen. Und es werden hier sehr, sehr unschöne Sachen geschrieben. Es steht hier zum Beispiel, ja, die SPD ist sauer, weil warum soll ein Mitglied eines Kontrollgremiums solche Geschäfte machen, fragen Parteifreunde. Und die anderen werfen ihm vor, und das ist, glaube ich, in Köln hier das Entscheidende, die anderen werfen ihm vor, dass er sich hat erwischen lassen. Er steht dazu. Er sagt, hier, ich habe nicht geschaltet. Das problematisch werden können. Und dann fällt hier ein Begriff, ja, schauen Sie, das ist zum Beispiel der Oberbürgermeister, schauen Sie, wie beliebt wir hier in Köln sind, das ist der Oberbürgermeister Burger, na, das ist Herr Heugel. Ja, und das ist Herr Burger mit US-Präsident Clinton. Wir sind liberal in Köln. Ich habe Ihnen vorhin erzählt, was man ihm vorwirft, und Sie alle wissen seit 2 Jahren, was er gemacht hat. Kein Grund in Köln, ihn mit aufs Foto zu nehmen. Und Herr Burger, ich habe mich immer gefragt, was fragt er ihn hier? Und Ihre Alte hat echt nichts gemerkt, warten Sie. Menschlich. Horst, geh mal bitte an unsere große Lexikonwand, Horst. Ja.
Steh mal auf, Horst, und geh mal rüber an unsere große Lexikonwand und hole mir den Duden. Weil hier steht drin in der Süddeutschen Zeitung der Begriff Klüngel. Das ist hier in Köln etwas ganz Normales. Ohne das würde die Stadt eigentlich gar nicht funktionieren. Das ist was zutiefst Menschliches und das wird uns immer... Horst, hast du's? Unten, da ist das Lexikon. Ganz unten. Ja, hier. So, bring es bitte her. Und da steht hier drin im etymologischen Duden, also wo die Wörter herkommen. Ja? Ja, ist gut, leg es da hin aus, danke. Und, danke dir. Da steht drin... Ja. Ja und, ist das ein Trick? Nee, das ist normal. Ich guck mal, Klüngel. Klüngel. Tatsächlich steht hier Klüngel, der heutige übertragene Gebrauch des Wortes Klüngel im Sinne von Clique, Sippschaft, Parteiwirtschaft, breitete sich im 19. Jahrhundert vom Raum Köln aus. Und das tut uns weh. Ja, weil wir sind Freunde. Und hier wird auch gesagt, wie es in Köln heißt. Und das ist schön. Ich hoffe, dass mir unter Tränen nicht die Stimme wegbricht. Insiderwissen, der schmutzige Begriff heißt hier in Köln, wir kennen uns, wir helfen uns. Ich bin für diesen Mann. Ja. Eine zweite faire Chance für Klaus Heugel. Aber ich meine, Sie können schon neidisch auf uns werden, wenn Sie irgendwo anders wohnen, wo Sie keine Kommunalwahl haben, weil wir haben so geile Kandidaten hier, das muss man wirklich sagen. Jeden Tag haben wir alle Schwierigkeiten mit dem Auto überhaupt hierher zu finden. Schauen Sie mal, das hier ist der Kandidat der FDP. Locker, fröhlich, ausgeflippt. Ja? Und die FDP hat nicht nur ein Plakat, nein, die hat noch ein Plakat mit demselben Kandidaten. Die FDP hat sozusagen für jedes Mitglied ein eigenes Plakat. Hier, das ist doch, muss man sagen, ein Grund zu sagen, wieso soll diese Partei im Bund verschwinden? Das kann doch keiner nachvollziehen. Und wenn Sie sagen, das ist mir zu locker, dann warten Sie ab, was die CDU hier in Köln zu bieten hat. Und das hier, meine Damen und Herren. Das ist der Gegenkandidat von Klaus Heugel, Harry Blum. Normalerweise steht unter solchen Fotos, ich trinke Jägermeister, weil... Ja. Tolles Foto, super moderne Ästhetik. Und ich habe zuerst gedacht, in Köln gibt es demnächst Phantom der Oper. Ja? Aber der ist ja dann in dieser Hälfte vom Gesicht ein Teller. Und das sind unsere Kandidaten. Aber der allergeilste Kommunalwahlkandidat in diesem Jahr, meine Damen und Herren, kommt natürlich auch von der CDU. Und das ist dieser junge Mann hier. Oder? Andreas Köhler. Frischer Wind vor Ort. Deswegen unbedingt zur Kommunalwahl gehen. Und jetzt kommt eine Frau, die die Ebene der Kommunalwahlen lange hinter sich gelassen hat. Sie ist Mitglied in unserem aktuellen Kabinett. Sie ist dort die Chefin des Gesundheitsministeriums, meine Damen und Herren. Und sie hat einen Job, zu dem jeder mitreden kann. Denn wir alle sind im Grunde so krank, dass das Beste wäre, dass wir gar nicht aufstehen. Aber wir schleppen uns jeden Tag zur Arbeit, weil wir so aufgewachsen sind. Und weil wir alle die schlechten Jahre noch erlebt haben. Und wenn wir sie nicht selber erlebt haben, kriegen wir sie jeden Tag erzählt. Und das ist noch schöner. Insiderwissen heißt der Begriff, mit dem Sie morgen Randale bei Ihrer Raiffeisenbank machen wollten. Ja, Insiderwissen. Herzlich willkommen, Bundesgesundheitsministerin Andrea Fischer. Schön.
Gehört das Ihnen oder ist das für mich? Sie sind wirklich, ich wusste, dass Sie das sofort erkennen würden. Ich weiß, eine Reiseapotheke. Sie haben ständigen Bedarf in jeder Lebenslage. Und Sie, ich bin so krank. Ja, das weiß ich ja. Wirklich? Ich meine, wann habe ich schon mal Gelegenheit, mich um jeden Bürger einzeln zu kümmern? Aber bei Ihnen würde ich gerne. Ja, aber das erwarten wir eigentlich von der Politik. Ein bisschen mehr persönlichen Zuspruch, dass das zuständige Minister mal vorbeikommt, dass auch Hans Eichel mal vorbeikommt und sagt, ich bringe wieder was zurück. Mark? Ja, das ist für mich, und da muss ich reingucken. Das sind Sachen, was ist denn das hier? Das ist gegen Schmerzen. Das ist aber toll. Ja, das ist, glaube ich, so kann man universell. Ja, gegen Schmerzen. Das sind die neuen Mitte-Medikamente. Gegen Schmerzen. Nicht mehr irgendwie sehr. Das dürfen Sie als Gesundheitsministerin verschenken? Ein Lolli? Karies? Ja, nein, das ist ja gegen Husten. Das ist gegen Husten. Ja. Aber da sind wir ja schon mittendrin im Thema. Es ist zwar gegen Husten, aber auch schlecht für die Zähne. Ja? Nein, das ist selbstverständlich ohne Zucker. Ohne Zucker? Ja, was denken Sie? Müssen Sie da auf sowas jetzt achten? Ja, immer. Das hier, das ist jetzt Helmut? Wenn nichts anderes mehr hilft. Ja, wenn nichts anderes. Es bleibt Ihnen überlassen, was Sie da rein. Das ist ja wirklich etwas, was mir Ärzte erzählt haben. So richtig teuer wird ein Patient ja wirklich auf seinen letzten Metern. Ja. Ja. Also, ja. Aber Ihnen ist ja offen, ob die jetzt schon angefangen haben. Ja, das weiß ja keiner. Aber ich bin ja dankbar, dass Sie es geschafft haben, bis ich hierher gekommen bin. Nee, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, sind Sie in einer Kirche? Nein. Nein, ich bin katholisch. Mhm. Ja? Ich auch. Sie auch? Ja, irgendwie schon, ja. Ja, irgendwo sind wir alle katholisch. Ja. Sie wissen doch, das hört nie auf. Nee, ich habe verstanden. Ja. Und wir haben den schönen Choral, den haben aber auch die Ungläubigen, die Evangelischen. Mitten in dem Leben sind wir vom Tod umfangen. Das sollte man sich ja also immer vor Augen halten. Man weiß ja nie, wenn es so weit ist, sagst du. Das ist Ihr Lebensmotto, ne? Ja. Das sollte man also verinnerlichen. Insofern ist dann eigentlich natürlich eine Apotheke ja ganz wichtig, weil man ja nicht weiß, wie lange man noch mit diesen Medikamenten umgehen muss. Ne? Ja, man hat ja auch immer unterschiedliche Befindlichkeitsstörungen. Das ist es ja. Also zum Beispiel da muss man immer auf alles gefasst sein. Ich habe sehr präzise Diagnose. Ich habe ein Ziehen. Ich habe sehr häufig ein Brennen. Ach ja. Meistens tierischen Druck. So. Ganz wichtig für mich. Zahlt das, ich bin Privatpatient, ja, zahlt das meine Kasse in Zukunft noch alles? Also dafür bin ich nicht zuständig, das können Sie mit Ihrer Kasse ausmachen. Aber Sie rufen doch jeden Tag, wenn ich es richtig verstanden habe, rufen Sie doch bei den Ärzten an und sagen, schmeiß mir hier das Medikament weg. Und Sie sagen bei den Kassen, das wird nicht mehr bezahlt. Oder läuft es anders? Hat es unsere Presse wieder falsch dargestellt? Nein, das ist insofern stimmt es nicht, weil also ich rufe die an, um Sie daran zu erinnern, dass das längst schon von Ihnen selber beschlossen worden ist. Aha. Weil normalerweise entscheiden die Ärzte und die Krankenkassen in so einem gemeinsamen Gremium, was man noch verschreibt und was nicht. Ja? Also auch übrigens darüber, was sinnvoll ist. Das wäre ja, ist ja eine wichtige Frage, nicht wahr, Schmidt? Das ist es ja. Werden die richtigen Sachen? Ich zum Beispiel mache ja auch Gymnastik. Das ist sehr schön, ja. Gegen das Ziehen hier. Das ist sehr löblich. Hilft übrigens auch gegen den Druck. Ja. Soll gegen vieles gut sein. Hm? Zahlt die Kasse aber nicht. Was soll sie denn da zahlen? Zum Beispiel Medikamenten? Naja, den Trainer, wenn Sie morgens Rumpfbeugen machen. Nein, die mache ich ja mit einem Therapeuten. Ach so. Ja, der sagt mir immer. Ich dachte, Sie nein, der sagt mir, wenn ich so runterkomme, sagt er, toll, schon viel besser wie gestern. Ja, jetzt brauchen wir ja einen, oder? Ja, einen guten. Ja. Also, das zahlt die Kasse nicht, den Trainer. Mit meinem bescheidenen Medizin würde ich sagen, schwerer Fall, das zahlt die Kasse. Ja? Ja, die ist nur für Lappalien nicht zuständig. Das heißt also, jemand wie ich, der ein Markenjunkie ist, ich möchte unsere soliden Aspirin, Saridon, Captagon, was es alles gibt. Ich bin behandelt. Ja? Also, diese Markenartikel möchte ich schlucken, weil ich bin drüber hinaus. Bin zu alt für irgendwelchen Raubbau. Ist das ein Thema, dass in Zukunft also sozusagen, wie soll ich sagen, Kopien nur noch genommen werden dürften? Hm. Das schon. Dumm gelaufen. Nein, jetzt im Ernst. Ich weiß, dass es bei Ihnen schwer ist, das zu vermitteln, aber solange das Zeug genauso gut ist wie das, was Sie schon immer kennen, gibt es keinen Grund, warum Sie das nehmen. Ist das so? Da gibt es ja diese Dings, wie heißen das, diese Placebos. Ja, das ist ja was anderes. Ja, aber wo man den Leuten, wenn man sie glaubt. Geben Sie mal in die Apotheke. Haben Sie da eins drin? Ja, sicher. Ja. Haben wir alles noch mit dabei. Aber weil ich glaube, Sie sind da auch weniger ein Fall fürs Markenpräparat. Ja?
Ja, so ein Placebo, das ist irgendwie nicht wichtig, wer das produziert. Ja, aber die Frage, nein, aber ich meine, man kann ja auch den Leuten hinstellen und sagen, das ist das Markenpräparat und es ist ein Nachbau und die Leute merken es gar nicht. Was ist das denn? Das ist zum Beispiel, damit Sie zur Beruhigung, haben wir hier noch ein bisschen was in. Auch so ein rosa Pilz. Gucken Sie mal, das passt da gar nicht raus. Das kann ich bedingungslos nehmen. Ich muss die Marke vorher entfernen, damit ich hier keine Schleichwerbung mache. Ja, zur Beruhigung. Das geht aber nicht raus. Das macht Sie jetzt. Ja. Das ist aber zum Beispiel eine Therapie für Tablettensüchtige, die wenig kostet, oder? Ja. Sie können sich jetzt stundenlang damit beschäftigen, das Teil herauszuholen und können die ganze Zeit nicht daran denken. Würde ich mir patentieren lassen. Ich mache die Fischerkur. Ja. Ah, jetzt haben wir es doch. Das kann ich bedenkenlos schlucken. Das können Sie bedenkenlos schlucken. Der Mann hat Vertrauen zu Politikern. Mit Wasser? Ja. Ja, doch, Wasser wäre schon gut. Nee, also, Vertrauen. Sie haben ja einen ganz bodenständigen Beruf gelernt, Offset-Druckerin. Mhm. Ja? Und ist es richtig, dass Sie Männer damit beeindruckt haben, wie Sie Flaschen aufmachen können? Ja, das habe ich extra gelernt, damit ich irgendwie überhaupt ein bisschen mithalten konnte. Sie können Flaschen aufmachen mit so Feuerzeugen? Sie sind natürlich nicht Raucherin. Ja, aber ich habe inzwischen festgestellt, man kann auch diese dicken Textmarker für nehmen. Ja, aber Sie hätten ja auch kein Feuerzeug mehr, weil Sie ja eine ganz konsequente Nichtraucherin sind, oder? Deswegen bin ich auf den Textmarker gekommen. Ja, was ist denn für ein Gefühl, so völlig ohne Zigaretten? Nicht gut. Wir wollen mal den Test machen, ja? Mit diesem Textmarker und Flaschen aufmachen. Ja. Ja? Also, hier haben wir einen Textmarker für Sie. Jetzt ist Bundesgesundheitsministerin. Mineralwasser, Cola oder Kölschflasche? Ich nehme den Mittelweg, die Cola. Wenn Sie glauben, dass deutsche Cola, Sie können unbesorgt sein. Ich mach das jetzt einfach, ne? Ja. Hey! Ja, das wäre eine Frage. Was fasziniert Sie? Ich kann das nicht. Sie können das nicht? Nein! Echt mal? Nein, ich kann das nicht und ich kann auch nicht auf Fingern pfeifen. Können Sie das? Nee, das kann ich auch nicht. Das können Sie. Das war aber auch in der Druckerei nicht so angesagt wie Bier trinken. Wirklich wahr? Ich habe das ja nur gelernt, weil ich habe schon das Bier immer zurückgewiesen. Weil wenn ich mittags Bier getrunken hätte, dann wäre ich selber in der Maschine gelandet. Ja. Dann habe ich gedacht, ich könnte vielleicht wenigstens einen Eindruck damit machen, dass ich irgendwie so eine Flasche so aufmachen könnte wie die Kollegen. Sie lehnen tagsüber Alkohol ab? Ich bin da irgendwie nicht dogmatisch, aber ich vertrage das nicht. Ist man da nicht sehr einsam in der Politik? Es schmeckt aber doch komisch. Hier. Also. Wir trinken einfach gemeinsam Wasser. Ja. Wie war die erste Sitzung in Berlin? Alle schön erholt zurückgekommen. Die erste Kabinett. Sie sind ja von den momentanen Querelen nicht betroffen, denn das ist ja doch sehr SPD-intern. Ach so, so meinen Sie das. Und bei Ihnen in der Partei ist ja nun Disziplin. Ja, wir hatten das alles letztes Jahr im Sommer. Ja. Wir mussten das dieses Jahr nicht nochmal ausprobieren. Nee. Also wie war die erste Sitzung in Berlin? Entspannter, als man so denken sollte. Also man kann zumindest sagen, also es wäre wahrscheinlich gut gewesen, wenn alle Urlaub gemacht hätten, aber das hatten genügend Urlaub gemacht und dadurch war die Stimmung hinreichend aber gut. Das ist ja auch nicht mehr wie früher. Ich meine, wenn alle im Urlaub sind und so weiter, es gibt ja Handy und alles, also ist ja auch irgendwo jederzeit erreichbar, ne? Das stimmt, aber es gibt keine grundlegende Verpflichtung für Politiker, was zu sagen, wenn sie gefragt werden. Also man kann als Politiker auch einfach mal gezielt den Mund halten. Ja? Aber gilt man dann nicht gleich als nicht kommunikativ und nicht medientauglich und so? Also, es wäre, glaube ich, ein Problem, wenn Sie komplett aufhören würden, was zu sagen. Das wäre, da würden Sie wahrscheinlich schon als ein bisschen stieselig gelten. Ja. Aber sonst ist die Kunst der Pause auch in der Politik durchaus... Was sagen Sie denn zum Beispiel, wenn Sie eigentlich nichts sagen wollen? Komplexes Problem, was nochmal von vielen Seiten betrachtet werden muss. Aber Sie sind doch jetzt eigentlich in Berlin wieder zu Hause, ne? Ja. Ja? Sie haben da lange gelebt? Ich lebe seit 18 Jahren in Berlin. Ja? Das heißt, Sie hatten die Wohnung schon, alles waren von dieser ganzen Umzugsproblematik nicht betroffen? Naja, mein Ministerium bleibt ja auch in Bonn. Überhaupt? Das bleibt überhaupt in Bonn? 90% der Mitarbeiter bleiben in Bonn und nur so eine Kopfstelle ist in Berlin. Und ich bin auch... Ja, wie funktioniert das denn? E-Mail?
Ich hoffe. Ich bin noch dabei, das sozusagen als Kommunikationsform im Haus zu etablieren. Ach, das Gesundheitsministerium bleibt ja, in Bonn. Ja, und Umwelt, Forschung, Entwicklungshilfe, also 6, glaube ich, insgesamt. Aha, das heißt, Sie sind in der Küche. Also, ja? Ja, auch die Mitarbeiter von anderen Ministerien bleiben viele hier. Also wir probieren das jetzt aus. Das ist ein großes Experiment, ja, ob das funktioniert mit Videokonferenz, mit E-Mails, mit Fax, aber natürlich auch mit richtig hin und her fahren. War das so geplant? Das ist das Bonn-Berlin-Gesetz, das erfüllen wir gerade. Donnerwetter. Ist das noch aus der alten Regierung? Ja. Ja. Ist das zeitlich begrenzt? Nein, es gibt keine Begrenzung. Das ist fest so geplant. Also das ist sozusagen 2 Sitze der Bundesregierung gibt. Ja. Formal heißt es 2 Sitze der Bundesregierung. Und das soll. Das soll so bleiben. Das soll so bleiben. Ja. Und wir hoffen alle, dass wir. Also das, am Anfang ist es sicherlich schwierig, aber das, ja, wird sich irgendwie schon rütteln und schütteln, hoffe ich jedenfalls. Also es ist für uns alle noch gewöhnungsbedürftig. Ja, aber mit Sicherheit. Also wir haben ja da Zeit, daran zu arbeiten. Ja. Ja? Wie ist es denn als Gesundheitsministerin mit Freunden, mit Verwandten? Ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute sagen, eigentlich sind sie an allem schuld. Wenn das Pflaster nicht klebt, wenn das Kopfschmerzen nach 20 ja, Pilz plötzlich überraschend auftritt und so weiter. Wären Sie damit im Freundeskreis und Verwandten belämmert? Das ist Teil der Arbeitsplatzbeschreibung, ja. Weil, also sagen wir so, nicht jeder kommt sozusagen mit seinen persönlichen Befindlichkeitsstörungen wie Sie, aber weil einfach das Vertrauen in meine medizinischen Kenntnisse auch zu Recht fehlt. Aber sozusagen für alle Missstände, die man so im Gesundheitswesen erlebt, das bin ich. Und ich muss auch am Wochenende sozusagen mit Familien und Freunden reichlich, ja, über irgendwelche Gespräche, die Sie mit Ärzten geführt haben, reden. Erleben Ihre Verwandten sowas wie Sippenhaft beim Arzt? Also ich habe meiner Mutter einfach geraten, sie soll sagen, sie fände meine Politik ganz furchtbar. Dann brauchst du, ja, mit dem Arzt nicht weiter zu diskutieren, weil dann ist sie sich mit ihm einig. Also das, also das ist wahrscheinlich für sie besser, was die Behandlung anbelangt. Ja, wobei ich muss sagen, ich bin ein großer Freund der Ärzte und Arzt ist ja auch nicht gleich Arzt. Ne? Es gibt ja sozusagen arme Ärzte, die irgendwo, was weiß ich, wenn zum Beispiel im Krankenhaus und so weiter sind ja die Gehälter nicht, ja, so übrig. Und dann gibt es die großen, teuren Radiologen und so weiter mit den richtigen Apparillos, wo ich mich wirklich einmal pro Monat reinschieben lasse zur eigentlichen Beruhigung. Ja. Ja? Und, da kriege ich dann eine Befindlichkeitsstörung, wenn ich das höre. Ja, das ist sehr teuer. Ja, das ist allerdings ein Problem. Ich meine, das, nein, aber Ihr eigentlicher Punkt war ja, dass das Quatsch ist, die über einen Kamm zu scheren, haben Sie auch recht. Das ist also, richtig, ja. Im Moment, glaube ich, geht der Streit mit mir darum, ob man die Konflikte, die da innerhalb bestehen und wo es auch richtig große Ungleichgewichte gibt, ja, ob man denen dadurch ausweichen, also eine Lösung dieser Probleme im Inneren ausweichen kann, indem man sagt, gib du uns mehr Geld. Das Problem ist ja nur, das ist ja nicht mein privates Geld, es handelt sich ja nicht irgendwie um meinen persönlichen Geiz, ja, sondern es ist das Geld von allen, die hier sitzen, weil, ja, die nämlich die Beiträge für die Krankenversicherung zahlen. Wir sind eine Sendung, die Menschen immer positiv gestimmt in die Nacht entlässt. Ja? Kann man pauschal sagen, dass wir trotz aller Streitigkeiten, die es zwischen Politikern immer gibt, dass wir trotz allem ein Gesundheitssystem haben, das eigentlich auf der ganzen Welt mit an der Spitze ist? Ja, unbedingt. So ist es. Steh auf und wandle. Jawohl. Frau Fischer, vielen Dank. Viel Erfolg weiterhin und alles Gute. Mein nächster Gast ist seit 1995 bei Viva und moderiert seit 1998 täglich die Sendung Cool. Herzlich willkommen, Tobias Schlegel. Tobias, ja, nimm Platz. Das meint er gerne. Nimm Platz. Guten Abend. Ah, das sind meine Leute. Guck mal. Wo sind deine Leute? Zweite Reihe hier. Mach mal Hallo. Komm, steht mal hoch. Was, ja, super. Was heißt deine Leute? Ja, also der Rechte, das ist der Thilo da, der in dem, ja, weißen Shirt, der sehr muskulös aussieht. Ich meine, was machen die? Welche Funktion haben die? Erstmal ein Gitarrist in der Band. Deine Band? Meine Band, sozusagen. Aha, das ist komplett deine Band? Nein, nicht ganz. Wir haben ein Problem. Uns fehlt der Bassist. Der ist nicht mehr da. Wo ist der? Der ist weg, der wollte nicht mehr mit uns zusammen spielen. Ich weiß auch nicht warum. Und wir suchen einen. Also, wenn deine Zuschauer irgendwie einen Bass bedienen können, ja, gerne. Gerne bei der Harald Schmidt Show melden und dann auch bei Tobi. Für deine Band. Tobi, erklär dieses schmutzige Missverständnis auf, dass die, ja, Presse zwischen uns treiben wollte. Ich hätte dich nicht erkannt beim Kometen. Du hast mich sehr gekränkt, Harald. Wieso? Du hast mich wirklich gekränkt. Ihr jungen Menschen, ihr seid ich habe so ja den Backstage-Report gemacht, ja, am Freitag bei der, ja, großartigen Komet-Veranstaltung. Ja. Und da bist du auch gekommen. Natürlich. Und, ich habe dir gesagt, hallo Harald, ich bin am Mittwoch in deiner Sendung. Und du meintest, wer bist du eigentlich? Das war aber nicht so. Also, nein, aber...
immer gemein. Ich meine, warum kennst du deine Gäste nicht? Was soll denn das? Harald. Das ist nicht wahr, dass ich meine Gäste nicht kenne. Du hast mich unterbrochen. Ich wollte sagen, wer bist du eigentlich, dass du bei mir in der Sendung zu Gast bist und hier noch rumstehst? Natürlich. Ja. Aber Harald. So war das. Um dieses Missverständnis ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen, habe ich dir jetzt auch was mitgebracht. Das sagen dir immer die Gäste. Man hat mir gesagt, sag es nicht, aber trotzdem, ich habe dir was mitgebracht. Ja. Toll. Eine und Frage. Zwar haben wir uns schon mal getroffen. Kannst du dich daran erinnern? An den 16. November 1993. Da haben wir uns schon mal getroffen. 16. November 1903, wo war das? Das war in Brühl, Kabarettabend. Du hast Kabarett gemacht? Ja. Ja. In Brühl? Ja. Warum schneidest du dieses Thema jetzt hier an? Nein, weil in Brühl! Ja, natürlich in Brühl, Harald. Mein Gott, diese 12.000-Mann-Halle, das war ja unglaublich. Das war groß. Und weißt du, was ich durfte? Ich durfte in der Pause, ich durfte nicht nur zuschauen. Ich habe dich als in meiner Funktion als Chefredakteur meiner Schülerzeitung interviewt. 20 Minuten hast du dir wirklich Zeit genommen für mich. Ist ja verständlich. Da sage ich nochmal Danke. Ja, sehr schön. Das habe ich immer und der Schülerzeitung. Ja, auch heute eben. Noch. Ja, das ist cool. Und deshalb habe ich ein Foto mitgebracht. Da ist nämlich ein Foto entstanden. Wow, von uns beiden? Von uns beiden. Cool. Und das habe ich ein bisschen vergrößern lassen. Und es sind wirklich zwei heiße Feger. Und ich habe auch den markiert, der ich bin. Ja, guck mal. 93. Zeig es mal den Zuschauern. Wow. Moment, können wir das mal sehen? Nein, das bin ich. Ja, hier. Und mit dem Halstuch. Näher. Tommy. Zeig es näher. Ja. Cool. So war das damals. Ja. Hey, und das hast du natürlich nicht vergessen? Nein, niemals. Ja. Wolltest du damals schon zum Fernsehen? Nö. Nee. Wie bist du eigentlich zu Viva gekommen? Ah, das ist eine ganz tolle Frage. Nee, meine Schwester hat mal ein Video von mir gedreht und es gab halt so einen Wettbewerb und bla bla. Was hast du da so genuschelt? Das ist eine ganz tolle Frage. Die Frage findest du nicht gut, oder wie bist du zu Viva gekommen? Die frage ich jeden, der zu Viva kommt. Ja, das ist so langweilig. Frag wieso? Nein, wieso? Der eine entdeckt in der Eisdiele, der andere im Waschsalon, der dritte hat eine Ausbildung. Das ist ja. Nee, es war. Nee, mit der Ausbildung. Aber das Foto ist toll, darf ich das behalten? Ich hab Abi. Ja, und das Foto darfst du behalten. Das ist super. Du hast Abi? Ja, ja. Welche Leistungskurse? Mathe und Englisch. Mathe? Ja, ja. Mathe-Leistungskurs. Ja. Wie viele Punkte? Es war, glaube ich, also wenn man es umrechnet, war es eine 4+. Na. Das sind so 7 Punkte oder so, ja. Aber ich musste auch immer in den letzten 2 Jahren rüber dann zu Viva. Ja. Weißt du, 4 Stunden Schule und dann mit dem Taxi abgeholt werden und dann rüber und dann Show machen. Wahnsinn. Haben deine Eltern dann nicht irgendwie gesagt, Junge, mach erstmal das Abitur richtig? Eben, deshalb habe ich es auch gemacht. Ja, aber gut, 4+, aber was willst du denn machen? Nein, nur in Mathe. Also nur in Mathe und Englisch? 2,8 insgesamt. 2,8 mit diesem Leitabitur hier in Nordrhein-Westfalen? Natürlich. Das hatte ich schon in Baden-Württemberg vor 20 Jahren mit allen Fächern. 2,8. Ja, ja. Aber es ist ja natürlich, was willst du denn nach Viva machen? Nächste Woche. Joe, Entschuldigung. Harald. Musst du mich so verletzen? Du hast mich schon am Freitag so verletzt. Du bist sehr, sehr sensibel für diese Branche. Ja. Das ist wirklich, du bist 21 Jahre, ja, du bist sehr, du weißt ja, sehr, sehr verletzbar und, und so. Das ist natürlich auf der einen Seite ein schöner Zug, auf der anderen Seite ist es für diese Branche, kann auch nachteilig sein. Ja. Ich war früher ähnlich. Warst du auch so? Ja. Deswegen habe ich dich nicht mehr erkannt. Ach so. Hast du auch ein Halstuch getragen wie ich damals? Nee, ich hatte einen Cowboy-Hut aus Spanien mit breiten Krempen und einen langen schwarzen Mantel, den ich immer getragen habe. Auch in Mathe und Physik und so weiter. Ich war sehr, sehr, sehr cool damals in Nürzingen. Also hast du auch gedacht, die Mädchen und die Frauen stehen auf sowas und es war nicht so? Nee, das habe ich nicht gedacht, weil ich habe sie gespürt, dass nichts so war. Ja, ich auch, beim Halstuch. Du kamst nicht an bei Frauen? Ja, mit dem Halstuch nicht. Und ohne? Also, ja, danach ging's los. Ja. Seit wann hast du denn die Haare ab, Mola? Nein, ich habe ja auch kein Piercing. Mola hat jetzt, da bin ich auch ganz neidisch drauf, er hat, wenn er die Zunge rausstrecken würde, würde man sehen, ein Zungenpiercing. Wirklich wahr? Das ist wirklich heiß. Hey, das spannend. Hat er mir auch heute noch gezeigt. Hast du nicht noch was vorbereitet für mich? Ja. Sollen wir das machen? Mach das bitte, weil die Zeit läuft uns davon. Ich sag schon mal, wer morgen kommt. Bereite es bitte vor. Ja, natürlich. Verliere keine Zeit. Es tut so weh, Harald. Was tut weh? Nein, ich hab's dabei, guck mal. Kannst du da und zwar, kommen wir jetzt zum Thema Zaubern, du musst mich aber fragen. Ja, können wir zum Thema Zaubern kommen? Das ist großartig. Ja. Ich bin ja auch ein Zaubermeister, ich bin im magischen Zirkel von Deutschland. Und das ist was ganz Tolles, da sind nicht viele. Nein, ja. Siegfried und Roy sind auch drin. Hey, viel Listen to the Melody. Danke.
Ich bereite mal hier vor. Und zwar. Ja, das ist und was jetzt Scharfes hier. Eine Guillotine. Und ja, die ist ganz prima im Haushalt. Und zwar, wenn man hier drauf drückt, dann geht alles kaputt. Guck mal, ja, die Zigarette und auch die, ja, Möhre ist kaputt. So, jetzt gib mir nochmal die Zigarette hin. Ja. Drücke ich die hier unten rein. Ja. Und zwar bin ich jetzt so mutig. Ja. Und ich habe dir ja den Trick vor der Sendung erklärt. Ja. Ich stecke jetzt hier meinen Finger rein. Ja. Okay, Harald. Und weißt du, was du zu tun? Ja, du musst draufhauen. Aber du kennst ja den Trick. Ja. Ja. Ich soll jetzt einfach draufhauen. Kann ich jetzt draufhauen? Sag einen Spruch, das sagen die Magier. Und da geht nichts schief? Ja, ich hoffe, wenn du den Trick beherrschst, dann geht das. Alles klar. Nicht, dass du mich dann verantwortlich machst und damit durch die Presse tigerst. Nein, ich habe ja noch meinen Finger. Er hat mich verstümmelt und so. Morgen in der Bildheadline. Das klappt jetzt wirklich? Ich glaube ja. Ich sage, wenn... Sag, was Siegfried und Roy auch sagen müssen. Siegfried und Roy sagen, listen to the melody in your heart und sind Deutsche heute Abend im Publikum. Also das sage ich auch. Dann hau zu. So. Also, Tobi. Ja. Abracadabra. Toll. Ich darf wirklich draufhauen? Du darfst draufhauen. Mach schnell, komm bitte. Die Zigarette ist kaputt. Aber mein Finger ist noch dran. Danke. Du Zaubermeister. Mein Tobi. Lehrling. Danke. Komm wieder. Ja, gerne. Wir haben die Sache aus der Welt geholt. Ja, eben. Morgen 18 Uhr. Cool. Gucken. Ist es so? Heißt es eigentlich. Ist die einzige Sendung im deutschen Fernsehen ohne Namen. Ohne Namen. Ja. Ja. Cool fanden wir doof. Cool fanden wir doof. Tobi Schlegel, meine Damen und Herren. Dankeschön. Vergesst nicht, Ihre Tabletten einzunehmen. Nicht das ganze Fläschchen. Hm? Bitte. Tschüss. Dankeschön. Gute Nacht. Tschüss. We'll be right back.